Hast du mein letztes Video über Humus gesehen und möchtest jetzt nun voller Begeisterung deinen eigenen Humus herstellen, um von den entsprechenden Vorzügen, die ich in dem Video erläutert habe, zu profitieren. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, kein Problem, verlinke ich dir. Aber in der heutigen Episode von Wissen to Go möchte ich dir erzählen, wie du mit Hilfe der Kompostierung deinen eigenen wertvollen Humus herstellen kannst. Zu meiner Freundin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wissen to Go. In der heutigen Episode möchte ich dir ein bisschen die Theorie zum Kompostierung näher bringen. Also ganz allgemein ist die Kompostierung ein Teil des Nährstoffkreislaufes, in dem zum Beispiel organisches Material von den aeroben Bodenlebewesen zersetzt und abgebaut wird. Kompost kommt aus dem Lateinischen und heißt Compositium und heißt zusammengestellt, und das ist halt hier primär für die Humusherstellung gedacht, und letztendlich dient Kompost als organischer Dünger, der für die Rekultivierung des Bodens zuständig sind. Da wenn man zum Beispiel sämtliche Stoffe wie zum Beispiel Garten und Küchenabfälle verwendet, aber auch Obst- und Gemüsereste, Grasschnitt, Papier, Laub, Stroh, Äste, Bäume und was auch immer für organische Abfälle in eurem Garten oder in eurer Küche anfallen. Und diese können halt hier verwendet werden. Wichtig dabei ist halt, dass zum Beispiel wenig chemisch belastete Lebensmittel verwendet werden, wie zum Beispiel viele verschiedene Zitrusfrüchte oder aus dem südlichen Raum, weil die halt oft mit entsprechenden Spritzmitteln behandelt werden, damit die halt die lange Reise von den afrikanischen Kontinenten zum Beispiel bei uns dann schön saftig und grün oder auch zum Beispiel bei der Banane einfach schön geformt und reif zu uns kommen, damit die halt nicht auf dem Weg zum Beispiel faulig werden oder nicht so appetitlich an einem ausschauen können, weil das ist natürlich wieder marketingtechnischer Punkt. Der Mensch kauft natürlich nur große und schöne Früchte, kleine und angefaulte oder beziehungsweise nicht schmackhafte Lebensmittel werden halt weniger gekauft. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich möchte einfach Tipps und Hinweise geben, wie ihr am besten euren eigenen Kompost kaufen bzw. die Kompostierung am besten durchführen könnt. Wichtig dabei ist halt das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis zu beachten. Also Stickstoff ist zum Beispiel frischer Grünschnitt, Küchenabfälle oder Wildkräuter. Also je frischer, desto stickstoffreicher sind die. Das heißt, einfach wasserhaltige Materialien haben halt pflanzliche Eiweiße und diverse Stickstoffverbindungen, und das ist halt so, dass die Mikroben diesen Stickstoff auch als Energiequelle verwenden, und je mehr Stickstoff ich in meinem Kompost habe, desto schneller bzw. desto flotter wird die Zersetzung durchgeführt. Aber das Problem ist halt, wenn ich dann nicht auf das entsprechende Verhältnis habe, habe ich dann keine entsprechende Struktur in dem Humus. Das heißt, dass ich hier eine mangelnde Humusverbindung habe, der Stickstoff eventuell verloren geht und auch eventuell Ammoniak und andere schädliche Stoffe dadurch entstehen können, die die Pflanze dann entsprechend krank machen. Daher ist es halt auch wichtig, auf die Kohlenstoffkomponente zu achten. Also das optimale Verhältnis war zum Beispiel 20 Kohlenstoff, ein Stickstoff, und Kohlenstoff sind dann immer ältere Materialien, wie zum Beispiel Stroh, Karton, Holzabfälle, Äste und Zweige, und die geben halt bestehen halt darin aus dem festen Lignin und Zellulose, und die geben dann entsprechend in den Boden die Struktur, die halt auch wirklich wertvoll ist. Die habe ich auch in meinem Humus-Video erläutert, warum halt die Bodenstruktur so wichtig ist. Und wenn der Kohlenstoffanteil zu hoch ist, dann verläuft halt der Verrottungsprozess
recht langsam. Weitere wichtige Punkte, die für den Rottungsprozess von Relevanz sind, sind zum Beispiel, dass der Kompost, wenn er als Miete angelegt wird, dass er auch Bodenkontakt hat, beziehungsweise sollte er auch nicht auf steinigen oder sandigen Boden eingesetzt werden, damit er die Mikroben in den Haufen eindringen können und auch nach Bedarf ausdringen können. Zudem ist auch die Feuchtigkeit wichtig. Der Komposthaufen sollte feucht sein, damit halt der Rotteprozess durchgeführt wird, weil im Winter oder wenn es halt trocken ist, dann verrottet er auch nichts, aber er sollte natürlich auch nicht zu feucht sein, weil sonst ertrinken bzw. ersticken halt auch die Lebewesen, und die Temperatur ist auch ein entscheidender Punkt. Das heißt, der Komposthaufen sollte so ca. 60 Grad Celsius am Anfang haben bzw. in der Mitte, damit zum Beispiel Samen von Unkräutern unschädlich gemacht werden, aber er sollte eine Temperatur von 75 Grad nicht überschreiten, weil dadurch passiert es halt, dass die DNA denaturiert wird, beziehungsweise kurz gesagt, das Leben stirbt ab und die Mikroben fühlen sich dort nicht wohl und tun natürlich sich aus dem Komposthaufen verziehen. Wichtig ist halt auch dementsprechend einen idealen Ort auszusuchen, der einerseits windgeschützt ist, damit halt durch den Wind der Kompost nicht zu trocken wird. Da muss man auch dementsprechend gießen, wenn man sich so einen Ort holt, und man sollte sich vielleicht einen halbschattigen Platz aussuchen, weil wenn der Kompost in der Sonne angesetzt wird, dann hat man halt hier unterschiedliche Temperaturverhältnisse, und das kann sich auch natürlich auch negativ auf den Rottungsprozess auswirken. Zudem auch die Gefahr der Austrocknung auch einfach höher ist. Kommen wir nun zu den Materialien, die ihr in einem Komposthaufen verwendet könnt. Wie gesagt, das ist halt das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis einzuhalten, aber sonst könnt ihr halt jeglichen Garten- und Küchenabfall verwenden, eigentlich alles, was in der Natur so vorkommt. Also, und dabei ist es halt wirklich wichtig, die Sachen zum Beispiel durch einen Gartenhäcksler durchzujagen, damit diese Stoffe einfach zersetzt sind, weil je gröber bzw. größer das Material ist, desto länger braucht der Rotteprozess. Aber natürlich sollten auch die Stoffe nicht zu fein sein, weil es dann auch nicht für den Rotteprozess gut ist. Und natürlich ist das Wichtige die Mischung in einem Komposthaufen. Das heißt, dass ich zum Beispiel grobes Material mit feinem Material vermische, feuchtes mit trockenem Material vermische, erdige mit reinem vermische und einfach hier für eine gute und abwechslungsreiche Mischung sorge und in den Kompost auch dementsprechend auch so schichte. Außerdem solltet ihr auch vermeiden, Fleisch, Knochen und sonstige Reste in den Komposthaufen zu werfen, weil das lockt natürlich auch zum Beispiel Waschbären und Mäuse an. Und wie gesagt, ist natürlich auch das Verhältnis bzw. die Mischung wichtig. Und das ist halt zum Beispiel beim Rasenschnitt, solltet ihr halt darauf achten, dass ihr die den frischen Rasenschnitt vielleicht etwas vorantrocknet, weil wenn ihr ihn zum Beispiel zu dick anlegt in einer Schicht, dann können natürlich auch Fäulnis und Gärungen passieren, und das ist natürlich nicht Sinn des Kompostes. Und natürlich tut auch so ein Rasenschnitt den Kompost auch natürlich aufwärmen bzw. erhitzen, und das kann natürlich passieren, dass ihr dadurch über diese 75 Grad Celsius rüberkommt, und das ist natürlich, wie gesagt, kommt es dann zur Denaturierung und die Bodenlebewesen werden dann natürlich abgetötet. Zudem wird zum Beispiel auch Laub normalerweise nicht am besten separat in den separaten Kompost einbauen, weil es hier viele verschiedene Laubsorten gibt, die Gerbstoffe zum Beispiel haben oder für eine andere pH-Wert sorgen, zum Beispiel das Laub von Eichen,
diese Blätter sind halt sehr groß und die verkleben auch zueinander und tun halt hier zum Beispiel auch Feuchtigkeit binden und wie beim Rasenschnitt tun sie dann auch hier zum Beispiel Fäulnis und Gärung verursachen und weil sie halt sehr groß sind und auch Wasser binden, können sie auch zum Beispiel auch den Rottungsprozess verlangsamen. Wichtig bei den Schichten von dem Kompost ist natürlich, dass ihr zum Beispiel die unterste Schicht mit grobem und trockenem Material, wie zum Beispiel Zweige, Äste oder Karton, auslegt und darauf zum Beispiel etwas feuchtes Material, wie zum Beispiel Küchenabfälle, Rasenschnitte, Maße oder anderes feuchtes Material, wie zum Beispiel Unkraut oder sonstige Abfälle bzw. organische Mittel, findet ihr halt hier feucht sind, auflegt, auf diese unterste Schicht zum Beispiel eine kleine Kompostschicht oder Pflanzenkohle auferlegt oder Gesteinsmehl oder sonstige Mikroben auflegt, damit ihr hier schon mal einen guten Start habt für die Zersetzung oder auch einfach Blumenerde oder fertig Kompost verwendet und in der zweiten Schicht dann weitere Schichten auffällig, bis der Kompost zum Beispiel eine Größe von 1 Meter pro Quadratmeter zum Beispiel erreicht hat, wenn ihr zum Beispiel Mietkompost auffälligt und natürlich auch hier entsprechend, wie gesagt, die Mikroben auch mit in den Kompost einarbeitet. Also das ist wirklich wichtig, weil der Kompost, der Rotteprozess funktioniert nur, wenn ich halt das entsprechende Milieu und die Bodenlebewesen in den Kompost mit einbringen und auch hier für die entsprechenden Nährstoffe sorgen. Wie kann ich zum Beispiel schaffen, nämlich halt bereits fertig eingearbeiteten Kompost mit einarbeite oder auch zum Beispiel Brennnesseljauche verwenden, damit die Aktivierung startet, nämlich halt dann die oberste Schicht, die in der Regel mit fertigem Kompost oder auch mit der Gartenerde zugedeckt wird, nochmal hier zusätzlich dann Brennnesseljauche 2 bis 3 Liter in Wasser verdünnt über den Kompost drüber gebe oder was ich auch verwenden werde, ist halt zum Beispiel von der Abtei Fulda, welche ist halt eine Klosterneigärtnerei, die ich halt auch wirklich empfehle und die verwenden zum Beispiel Humofix und das ist halt ein spezielles Krautgemisch mit verschiedenen Hefepilzen, Heilkräutern etc. und die kann man halt zum Beispiel auch für die Aktivierung des Kompost verwenden, damit der Rotteprozess durchgeführt wird. Es gibt zwar verschiedene Arten von Kompost, es gibt den Mietkompost, den ich die ganze Zeit beschrieben habe, indem man sich halt zum Beispiel einen kleinen Haufen von organischem Material zusammenstellt und den kompostieren lässt. Der Vorteil von diesem Mietkompost ist halt, dass man dadurch die entsprechenden Humusstrukturen schafft, beziehungsweise diese wertvollen Bodenstrukturen. Der Flächenkompost ist, den kann jeder machen, ist einfach den Kompost in den Boden einzuarbeiten und der wird dann auch klassisch als Nährhumus verwendet, beziehungsweise Nährstoffspeicher verwendet und beide Kompostarten sind natürlich wichtig. Zudem ist es halt auch wichtig, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel Bäume anpflanzt oder Pflanzen allgemein anpflanzt, dass ihr den Kompost nicht zu tief einarbeitet und möglichst reifen Kompost verwendet, weil wenn ihr das nicht macht, dann reift der Kompost nach und das führt natürlich dazu, dass die Wurzeln faulen bzw. ersticken, weil natürlich der Prozess noch im vollen Gange ist und die Pflanze dadurch noch krank wird. Zudem ist halt Kompost ein entsprechender guter Nährstoffdünger, weil er halt hier die Pflanzen langsam mit Nährstoffen versorgt. Dann müsst ihr euch einfach so vorstellen wie einen Kater, den ihr die ganze Zeit verwöhnt und ihm die ganze Zeit Futter zur Verfügung stellt. Er wird irgendwann rund, flau und träge und ist halt immer sozusagen auf die externe Nährstoffzufuhr angewiesen und das gleiche passiert dann auch entsprechend mit den Pflanzen und das ist halt dann in den Trockenperioden vielleicht nicht so optimal, weil die Pflanze dadurch nicht gewappnet ist und wenn ich zum Beispiel viel mit mineralischen Dünger und Stickstoffdünger meine Pflanzen behandeln, dann kann es halt auch dazu passieren, dass in den Trockenperioden die Pflanze auch unter Stress stehen kann.
In diesem Sinne, spasiba za prosmotrit und ich hoffe, du konntest wieder einiges aus diesem Video mitnehmen.